Der Psoas wird oft missverstanden, allein schon durch diese Bezeichnung, er sei der Hüftbeuger. Beugen assoziiert immer damit, wenn der Psoas, der ja hier innen am Oberschenkel ansetzt und die Beine mit dem Oberkörper verbindet, der geht bis hier hoch, zeige ich dir gleich nochmal in einer Anatomiebeschreibung, bis hoch zur Zwerchfellschlaufe. Und wenn der verkürzt, also beugt, sich beugt, dann fallen wir in diese Position. Er wird auch häufig als Seelenmuskel bezeichnet und genau so spiegelt er vielleicht dann auch einmal eine trübsinnige Stimmung wider, ne, wenn man so in sich hineinsinkt. Zum Glück kann man das genau andersrum auch schaffen. Man kann sich mit dem Psoas nicht nur körperlich, sondern auch seelisch aufrichten. Wir in der Kantinika-Methode bezeichnen den Psoas nämlich nicht als Hüftbeuger, sondern als Rückenstrecker. Und damit hilft er dir nicht nur, dich körperlich und auch seelisch aufzurichten, er schenkt vor allem deinem unteren Rücken eine wunderbare Länge und oft wirst du schnell merken, wenn du am unteren Rücken Beschwerden hast, dass die sich wie in Luft auflösen, wenn du mit dem Psoas dir noch mehr Länge schenkst. So, hier sehen wir jetzt wirklich nur den Psoas, wo er ansetzt, hier unten an diesen kleinen Trochantern heißen, diese kleinen Nupsis innen am Oberschenkelknochen. Von dort aus zieht er dann vorn übers Becken wirklich breit ins Becken hinein und wandert dann richtig schön breit gefächert hoch an der Lendenwirbelsäule. Und hier oben würde er sich dann sozusagen mit der Zwerchfellschlaufe vermählen. Das zeige ich dir gleich noch in einem anderen Bild. Du kannst dir richtig vorstellen, wenn wir den Psoas hier, den wirklich als Rückenstrecker begreifen und ihm Länge schenken, wie er die Lendenwirbelsäule unterstützt, hier noch mehr Raum zu schaffen, noch mehr Länge zu bekommen. In der Kantenika-Methode kennst du ja vielleicht schon, dass wir gerne die Diagonale auch aufspannen. Spielen wir ein wenig mit diesem Psoas. Das heißt, wir können ihn hier weiterdenken zum Innenknie oder auch zur Innenferse, um ihm wirklich noch mehr dieses Gefühl von Länge zu geben. Und dann lassen wir ihn so richtig wie so ein breites Band hier über die Leiste ins Becken fließen, hochwachsen an der Lendenwirbelsäule zur Zwerchfellschlaufe. Und von dort aus öffnen wir rüber zum gegenüberliegenden Schulterdach und werden da auch noch mal weit. Ne? Funktioniert so ähnlich wie das Bauchnabel-X. Also wir wollen da einfach noch mehr diese Dreidimensionalität erschaffen. So, hier kannst du noch mal sehen, dass es einmal an dem Ansatzpunkt noch einen weiteren Muskel gibt, der den Psoas hier über die Leiste begleitet und sich dann so richtig auffächert in die Beckenschaufel. Das ist der Iliacus, wenn ich mich nicht irre. Iliopsoas heißt es ja auch so oft. Und den kannst du dir gerne gedanklich mit dem Psoas nochmal zusammen vorstellen. Also der Psoas möchte so richtig breit in der Leiste, breit in die Beckenschaufel gehen und dann ganz schön wie so ein breites Band an der Lendenwirbelsäule hochgehen. Da oben ist die Zwerchfellschlaufe. Also hier vermählt sich dann sozusagen der Psoas mit der Zwerchfellschlaufe und das Zwerchfell wollen wir bei der Einatmung immer richtig schön in alle Richtungen weiten, also die Rippen öffnen sich und beim Ausatmen steigt das Zwerchfell immer nach oben, wie ein Kuppelzelt. Und diese Zwerchfellschlaufe steigt hoch und wir stellen uns dann vor, wie der Psoas noch mehr in die Länge gedehnt wird. Und gedanklich lassen wir den Psoas dann gerne auch an der Beininnenseite zum Innenknie oder bis zur Innenferse weiter wachsen, um diese Länge einfach noch viel schöner zu spüren. Wir beginnen im Unterschenkelstand. Dafür die Fersen etwas schmaler zueinander bringen als die Vorfüße, sodass du ein hauchzartes V in den Füßen hast.
Dann einmal die Handrücken auf die Beckenschaufeln legen, so dass du spürst, dass du die Po-Muskeln wirklich loslässt. Die wollen in dieser Position immer wieder ein bisschen festzurren. Sitzknochen ausrichten zu den Kniekehlen, so ein bisschen nach vorne schicken und gleichzeitig die vorderen Beckenknochen gedanklich zu den Achselhöhlen holen. Und jetzt kommen wir zusätzlich mit dem Psoas in die Länge und schicken gedanklich den Psoas rechts am Innenschenkel bis zum Innenknie. Und von dort aus hol ihn lang und breit hier über die Leiste in dein Becken hinein. Spür, wie er an der Lendenwirbelsäule hochsteigt und hebe die Zwerchfellschlaufe noch etwas schöner an. Öffne dann zum linken Schulterdach. Links genauso schön, den Psoas gedanklich an der Innenschenkelseite zum Innenknie verlängern, von dort aus hochwachsen lassen über die Leiste. Da darf er so richtig breit sich rüberlegen, hinten ans Becken und dann hoch an der Lendenwirbelsäule. Spür, wie deine Wirbelsäule Raum bekommt, wie die Wirbel aufatmen können. Zwerchfellschlaufe noch schöner anheben und dann rechts zum Schulterdach wieder weit werden. Super gut. Spür, dass der Psoas dich vorn, bei dir vorn und hinten verbindet und halte diese Länge. Zusätzlich nochmal zwischen Sitzknochen und Kronenpunkt eine schöne Zugspannung herstellen. Der Kronenpunkt wird von einem Goldfaden zur Decke geholt. Dafür einatmen zwischen den Sitzknochen, den Atem durch die Innenseite der Wirbelsäule hochschicken, am Kronenpunkt ausatmen und jetzt nochmal ganz bewusst in die Länge entspannen, also auch dein Schulterdach loslassen. Sind die Po-Muskeln noch weich? Und dann die Zwerchfellschlaufe anheben. Wir können ruhig nochmal zusammen das Zwerchfell auch mit den Händen an den Rippen ansetzen. Wecken, einatmend das Zwerchfell radial ausdehnen, ausatmend spür, wie das Zwerchfell hochsteigt. Deine Rippen sind weich und die Zwerchfellschlaufe darf noch etwas mehr nach oben. Der Psoas bekommt noch mehr Länge und der Brustkorb steigt vom Becken weg. Achtung, hinten genauso wie vorne, ne, dass du nicht plötzlich anfängst zu kippen. Also Becken und Brustkorb halten genau, bleiben genau bündig übereinander. Schön. Jetzt die Hände nach unten verschränken. Halte die Oberarmkugeln schön weit geöffnet. Und nimm die Arme jetzt hoch. Federleichte Knochen. Und sonst bewegt sich nichts. Ne? Pass ruhig auf, mach das nochmal. Pass ganz genau auf, dass dein Brustkorb sich hier nicht verschiebt. Weil manchmal kippen wir dann plötzlich mit den Armen, mit dem Brustkorb auch nach hinten. Also ruhig ein paar Mal spüren. Du bewegst nur die Oberarmkugeln in den Schulterpfannen. Die drehen sich, die ziehen auch nicht hoch. Und dann bleib hier oben. Oberarmmuskeln wieder weich zurückschmelzen lassen. Aus der Achselhöhle ausdrehen. Und nochmal das Zwerchfell weit aufspannen beim Einatmen und Ausatmen hochsteigen lassen. Psoas aktivieren, rechts von der Kniekehle hoch über deinen Becken an der Wirbelsäule entlang zur Zwerchfellschlaufe, rüber zur linken Achselhöhle. Lass hier wieder die Armkugel etwas sinken. Links, genauso schön, den Psoas vom Innenknie hochsteigen lassen, breit über die Leiste, im Becken großzügig hoch an der Lendenwirbelsäule zur Zwerchfellschlaufe. Rüber nach rechts, auch hier nochmal die Armkugel rauslösen aus dem Schulterdach. Kronenpunkt wächst zum Himmel, wenn du jetzt nach hinten sinkst und dein Psoas darf länger werden. Achtung, die Schulter will helfen. Die Zwerchfellschlaufe höher ziehen und spüren, dein Psoas bleibt lang und stabilisiert dich hier in der Körpermitte. Ich muss mich selbst korrigieren hier, dass die Arme nicht so weit vorne bleiben. Hol die wirklich neben deine Ohren. Sehr gut. Ohrenspitzen gleich mit hochschicken und du spürst diese innere Länge.
Sehr gut. Zurückkommen. Sitzknochen nach hinten und gleichzeitig den Psoas, die Psoasenden mit den Sitzknochen nach hinten ziehen, Pfeil gerade nach vorne kommen. Ein paar Mal das mit dem Gefühl, den Psoas noch länger werden zu lassen. Vielleicht kannst du deine äußeren Muskeln noch bewusster loslassen. Oberschenkelmuskeln weich aus der Leiste ausrennen. Je weicher du hier in der Leiste bist, umso besser geht es dem Psoas. Schwimmzug mit den Armen, Handwurzeln ein paar Mal nach hinten pulsieren, Sitzknochen mit nach hinten pulsieren und gleichzeitig Kronpunkt und Zwerchfellschlaufe in die Gegenrichtung. Dabei dem Psoas bewusst noch länger werden lassen. Spür, wie deine Wirbelsäule aus dem Becken rauswächst. Und so tiefer kommen, bis du deine Hände abgeben kannst im Vierfüßlerstand. Und von hier aus einmal die Unterarme in den Boden, Hände locker aneinander. In den Handmulden gibt es Raum für einen Schmetterling. Sehr wichtig, die Ellbogen sind jetzt genau unter den Achselhöhlen, also nicht zu weit vorne, wirklich näher zu den Knien, als du es vielleicht selber denkst. Fingerkuppen locker aneinander, Kleinfingerrand, Daumenrand berühren sich zart. Und jetzt lass noch mal Länge entstehen. Nicht wundern, oft fühlt sich das hier ein bisschen nach Hohlkreuz am Anfang an. Aber ist es in der Regel nicht. Keine Sorge. Dein Bauchband gedanklich zum Schambein, zum Brustbein lang denken. Also den Bauchnabel wie ein Theraband lang ziehen, an die Wirbelsäule holen und vorn und hinten verbinden. Jetzt bist du sozusagen genau da, wo der Psoas liegt. Denk dir dein Psoas nochmal mit den Sitzknochen weiter nach hinten. Rechts dem Psoas mit dem Sitzknochen nach hinten lang denken und gleichzeitig hol ihn wieder über die weiche Leiste ins Becken, an der Lendenwirbelsäule zur Zwerchfellschlaufe. Öffne weit und mach dich weit links am Schulterdach. Psoas links mit dem Sitzknochen nach hinten wachsen lassen. Gleichzeitig hol ihn breit über dein Becken an der Lendenwirbelsäule hoch zur Zwerchfellschlaufe. Und rechts öffne weich dein Schulterdach. Lass den Brustkorb noch schöner in dein Schulterdach hineinsinken. Die Zwerchfellschlaufe ist aktiv. Atme ein, breite dein Zwerchfellradial aus. Atme aus und spüre das Volumen deines Brustkorbs noch schöner im Schulterdach. Der Hinterkopf schwebt hinterm Körper. Sehr gut. Jetzt ein paar Mal ganz zart, und das ist kaum sichtbar, mit den Ellbogenspitzen zu den Knien pulsieren, Fingerspitzen nach vorne. Und gleichzeitig Sitzknochen und Kronenpunkt auseinander pulsieren. Spür die Länge in den Sand um Muskeln. Spür, dass du den Psoas noch schöner in die Länge schicken kannst. Gut. Sehr schön. Leg jetzt deinen rechten Unterarm und den linken Unterarm aneinander. Breite die Schlüsselbeine noch mal bewusst aus, sodass vorn und hinten gleich lang ist. Sehr gut. Jetzt den Psoas noch mal ganz bewusst aktivieren, und wir wollen das rechte Bein jetzt mit dem Psoas nach hinten wachsen lassen. Während dein Bauchband und deine Wirbelsäule in einer Länge bleiben, zieht rechts der Psoas nach hinten und wir lassen das rechte Bein nach hinten ausstreichen. Bleib weich in der Muskulatur, stützt die Zehen erstmal auf und sofort wieder Zug mit dem Kronenpunkt. Dem Psoas rechts bis zur Innenferse, von dort aus breit über deine Beckenschaufel an der Lendenwirbelsäule bis zur Zwerchfellschlaufe und rüber nach links holen. Linken Handrücken jetzt auf die Beckenschaufel legen und mit dem Brustbein ein wenig nach links verschrauben. Der Psoas ist ultralang. Achte drauf, deine rechte Beckenschaufel bleibt rechts, linke Leiste weich. Du kannst auch links den Psoas jetzt noch mal aktivieren zwischen Sitzknochen, dann breit an der Lendenwirbelsäule hoch zur Zwerchfellschlaufe, rechts zum Schulterdach. Der rechte Oberarmknochen will immer vom Boden weg, Armmuskeln ausdrehen.
Sehr schön. Und jetzt hebt das rechte Bein an und pulsiert den Psoas in die Länge. Bleibt mit den Beckenschaufeln mittig, Kronenpunkt im Gegenzug. Und das ist intensiv. Spür deinen Psoas lang und länger. Der schenkt hier Stabilität. Weiche Oberschenkelmuskeln. Und dann reicht es meistens schon. Das Knie zurückholen. Linke Hand nach vorne, rechte dazu. Und jetzt zieh deine rechte Kniekehle nach vorne zwischen die Hände, sodass du hier diagonal deinen Unterschenkel ausrichten kannst, bis die Ferse zur linken Hüfte zeigt. Wichtig, der rechte Sitzknochen möchte noch länger nach hinten wachsen. Wir wollen mit beiden Beckenschaufeln eine Länge halten. Komm, wenn es geht, wieder auf die Unterarme, Hände aneinander legen und jetzt ganz bewusst breit werden rechts in der Beckenschaufel. Lass den Psoas so richtig breit durchs Becken gehen, der Sitzknochen zieht zur linken Ferse und schickt den Psoas dann an der Lendenwirbelsäule hoch bis zur Zwerchfellschlaufe und rüber nach links. Der linke Psoas, ein Zungenbrecher, darf auch lang bis zur linken Innenferse wachsen. Und dann spür die Länge auch wieder durchs Becken, dieses breite Band an der Lendenwirbelsäule zur Zwerchfellschlaufe und dann rechts zum Schulterdach. Pulsier dich gedanklich mit dem Psoas auseinander. Und lass die Leiste immer weicher werden. Breite beide Beckenschaufeln aus. Der rechte Sitzknochen zieht sich noch länger und du spürst eine intensive Dehnung hier hinten. Schön. Gut. Hände wieder aufstellen. Bauchband an der Wirbelsäule halten, langsam zurückkommen und das Bein zurückziehen. Von hier aus einmal Handwurzel nach vorne, Sitzknochen nach hinten. Psoas lang denken, Schambein durch die Beine, Beckenschaufeln weit. Schulterblätter locker. Einatmen zwischen den Sitzknochen, schick den Atem einmal durch die Wirbelsäule bis zum Kronenpunkt. Atme aus und entspanne in die Länge. Sehr schön. Hände wieder zurückholen. Unterarme auf den Boden, Ellbogen wieder unter die Oberarmkugeln, unter die Achselhöhlen noch besser. So, dass es fast dir ein bisschen zu nah vorkommt. Und wieder Länge. Bauchband und Wirbelsäule verbinden sich. Psoas zieht sich lang von den Sitzknochen bis zur Zwerchfellschlaufe, öffnet seitlich zu den Armkugeln. Ellbogen ein wenig Richtung Knie pulsieren. Fingerspitzen nach vorne, so die kleinen Fingerränder, die dürfen auch so ein bisschen aktiviert werden. Vielleicht kannst du hier vorne deine Oberarmmuskeln gleichzeitig so ein bisschen ausdrehen und spür die Länge von innen, spür den Psoas aktiv, äußere Muskeln weich. Sehr schön. Jetzt gibt es ein kurzes Zwischenstück, was du nicht mitmachen musst. Wir halten diese Länge. Wichtig ist die Zugspannung. Und der Psoas, der will jetzt wirklich bis in die Fersen wachsen. Bauch- und Rückenseite werden mit dem Psoas zusammengehalten. Und jetzt rechtes Bein ausstrecken. Bleib mit dem Becken in der Höhe wie vorher. Linkes dazu und den Psoas jetzt ultra lang. Kronenpunkt im Gegenzug. Zwerchfellschlaufe aufspannen. Und dem Psoas von der rechten Innenferse breit hochholen im Becken, Lendenwirbelsäule entlang zur Zwerchfellschlaufe rüber, links zum Schulterdach und links von der Innenferse zieht der Psoas auch über die Leiste sich breit ins Becken hinein und zur Zwerchfellschlaufe, Lendenwirbelsäule mitnehmen und rechts zum Schulterdach. Ich sollte anfangen, die Videos dann zu besprechen, wenn ich die Übung gemacht habe und nicht dabei. Pulsier dich lang, nur so, dass du es wirklich halten kannst. Das Becken hängt niemals durch und ist auch nicht zu hoch. Also wieder auflösen. Handwurzel nochmal nach vorne, Sitzknochen nach hinten. Ruhig mal so ein bisschen rotieren, die Brustwirbelsäule. Das war ganz schön herausfordernd. Und dann komm mit den Unterarmen
wieder aneinandergelegt, sodass die Ellbogen unter der Achselhöhle sind. Halte die Länge, Hinterkopf ist hinterm Körper, Schulterblätter weich in den Rücken holen. Psoas aktivieren. Ich hatte eben so wenig Platz, ich komme mal mehr nach vorne. Psoas aktivieren, links mit dem Sitzknochen nach hinten, dann spür, wie er sich breit in die Beckenschaufel legt und an der Lendenwirbelsäule zur Zwerchfellschlaufe wächst. Öffne von dort aus nochmal das rechte Schulterdach, weich die Armkugel herauslösen. Und links genauso schön, dem Psoas mit dem Sitzknochen nach hinten. Denken die rechts, ne, waren wir jetzt. Und dann breit übers Becken an der Lendenwirbelsäule hoch zur Zwerchfellschlaufe und links genauso schön das Schulterdach öffnen. Armkugel löst sich, Armmuskeln ausdrehen. So, und jetzt geht das, Entschuldigung, der linke Arm sollte innen sein, der rechte außen. Habe ich nicht richtig angesagt. So, macht aber nichts. Jetzt bauen wir schön das rechte Bein und den linken Oberarm als Stabilisiersäulen auf. Die wollen vom Boden weg. Den Psoas links mit der Ferse nach hinten rausschieben. Gleichzeitig bleibt die linke Beckenschaufel weit links. Breite den Psoas im Becken ausziehen, an der Lendenwirbelsäule hoch zur Zwerchfellschlaufe. Rechts zum Schulterdach, rechte Hand drücken. Dafür auf die Beckenschaufel, du kannst auch die Hand einfach aufstützen. Brustbein ein wenig nach rechts öffnen. Sehr schön. So, es hält dich lang. Oberschenkelmuskeln weich ausdrehen hier rechts. Linke Beckenhälfte bleibt links und dann das linke Bein hoch. Pulsier den Psoas lang, spür die Länge, vor allem hier auch an der Lendenwirbelsäule. Breite die Beckenschaufeln aus. Und ja, es ist fordernd, ich weiß. Beckenschaufel bleibt da, pulsier dich lang und Armmuskeln ausdrehen. Super gut. Wahrscheinlich reicht es, also mir reicht es schon. Und dann rechte Hand nach vorne, linke Hand nach vorne. Wir ziehen jetzt links die Kniekehle vor und holen die Ferse zum rechten Hüftgelenk, also diagonal hier den Unterschenkel ausrichten. Unterarme, wenn möglich, ablegen. Linker Sitzknochen macht sich ultra lang und will zur rechten Ferse schielen. Psoas links auch gedanklich mit dem Sitzknochen weit nach hinten holen und von dort aus breite ihn im Becken richtig genüsslich aus. An der Lendenwirbelsäule hoch zur Zwerchfellschlaufe und dann links zum Schulterdach. Sehr gut. Auch der andere Psoas rechts zur Innenferse, über die Beckenschaufel, an der Lendenwirbelsäule hoch zur Zwerchfellschlaufe rüber nach links öffnen. Und dann pulsieren die Sitzknochen zur rechten Ferse und der Kronenpunkt mit der Zwerchfellschlaufe im Gegenzug. Breite die Beckenschaufeln aus, Leiste noch weicher ins Becken holen und den Psoas in seiner vollen Länge wahrnehmen. Intensive Dehnung jetzt links am Übergang Po zum Oberschenkel. Super gut. Und dann lösen, Hände wieder aufstellen, das Bein zurückholen, das andere ran, Füße wieder im hauchzarten V, Fersen, Hüftgelenk schmal halten und nochmal in den Fersensitz kommen. Von hier aus gehen wir jetzt nach hinten und dehnen nochmal schön den Psoas. Wichtig ist, wieder vorn und hinten bleibt gleich lang. Das Kreuzbein zwischen den Beckenschaufeln ein wenig in den Körper holen und lang zur Wirbelsäule schicken. Das Brustbein darf ebenfalls körperlang sich machen und mit dem Kreuzbein in eine Länge kommen. Psoas holen wir über dem Psoas über die Beckenschaufeln hochholen, an der Zwerchfellschlaufe hochhängen und über die Seiten noch mal weit werden. Nimm die Hände an die Rippenansätze, atme tief ein, breite den das Zwerchfell in alle Richtungen aus und ausatmen, steigt das Zwerchfell hoch. Die Rippen sind weich und du spürst wieder dieses Volumen im Schulterdach.
Vorn und hinten bleibt gleich lang. Und jetzt setzt deine Hände nach hinten. Ellbogen etwas zur Seite öffnen. Finger ein wenig zueinander. Und jetzt Bauch- und Rückenband verbunden halten und die Sitzknochen Richtung Knie kehren. Jetzt hebt sich das Becken etwas von den Fersen. Po-Muskeln weich, also nicht aus dem Po arbeiten. Und den Psoas ultra lang bis in die Kniekehlen wachsen lassen. Du kannst dir aussuchen, ob du zur Decke schaust oder nach vorne. Ich gucke mal lieber nach vorne, weil der Nacken mir sonst ein bisschen fest wird. So, Psoas rechts zum Innenknie, breit in die Beckenschaufel, rüber über die Lendenwirbelsäule, lang zur Zwerchfellschlaufe und öffne nach links zum Schulterdach. Links dem Psoas auch vom Innenknie über die Leiste breit ins Becken holen, an der Lendenwirbelsäule hoch zur Zwerchfellschlaufe, rechts zum Schulterdach. Pulsiere dich hier einmal in die Länge, Sitzknochen gleichzeitig Richtung Kniekehlen holen. Und lösen. Von hier aus einmal in den Sitz kommen und auf die Sitzknochen. Richtig schön spüren, wie du eine innere Länge hast, außen loslassen kannst. Und vielleicht spürst du jetzt diesen Psoas, wie er dich von innen hält und vorn und hinten eigentlich fast wie von selbst die gleiche Länge halten kann. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, wie es dir dabei ergangen ist. Ich freue mich auch über einen Daumen hoch und ja, freue mich auf die nächste Einheit mit dir. Vielen Dank.